Es waren tausende Muslime, die am Donnerstag in der Moschee in Bandar Aceh zusammenkamen, um gemeinsam für die Opfer der Tsunami-Katastrophe vor 10 Jahren zu beten. Die große Moschee war eines der wenigen Gebäude in der indonesischen Provinzhauptstadt gewesen, die nach dem Tsunami noch standen. Auch am Freitag, dem Jahrestag der Katastrophe, bei der rund 226.000 Menschen getötet wurden, nahmen Überlebende, Angehörige der Opfer und offizielle Vertreter des Staates an Gedenkveranstaltungen teil. Hier in Bandar Aceh legten Politiker Blumen an einem Massengrab nieder. Allein in der Provinz Aceh verloren rund 168.000 Menschen ihr Leben. Der Vizepräsident Indonesiens, Yusuf Kalla, verwies auf die größere Dimension des Unglücks. Diese Gedenkzeremonie dient nicht nur dazu, für die Opfer zu beten und den Menschen auf der ganzen Welt zu danken, sondern wir wissen nun, wie Probleme gelöst werden können. Der Tsunami hat uns gelehrt, wie wir ein kompliziertes Problem lösen, indem wir alle zusammenstehen. Auch in anderen der insgesamt 13 von der Katastrophe betroffenen Ländern wurde an das Unglück erinnert. Ein Erdbeben im Indischen Ozean hatte Weihnachten 2004 einen Tsunami ausgelöst, dessen Wellen sich bis zu einer Höhe von über 17 Metern auftürmten und ganze Landstriche dem Erdboden gleichmachten. Bundespräsident Joachim Gauck würdigte in einer Erklärung insbesondere die Hilfsbereitschaft nach der Katastrophe. Monatelang hätten die Helfer Schwerstarbeit geleistet. Bei aller Traurigkeit sei das Datum des Unglücks auch zum internationalen Symbol dafür geworden, welche Kraft aus Zusammenhalt erwachsen könne.